Der kann auf jeden Fall was. Hey meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wichtiges Thema, und zwar ist ja gerade die Debatte mit dem Ninja Kill ja voll in aller Munde. Heute behandeln wir das Thema mit dem Ninja Kill vor 2 Tagen und checkt das Gameplay, was ich erspielt habe für euch, meine lieben Freunde, nebenbei. Krankes Baubattle gegen Ende, letzten Leute, Alter. Oh mein Gott, also schaut euch das Video bis zum Ende. Und krank, also ich war lange nicht mehr so schnell unterwegs im Baubattle. Und was ich noch sagen wollte, ich verlose 3x 1000 V-Bucks, meine lieben Freunde. Was ihr dafür tun müsst, ein Kommentar, das Video liken und das Wichtigste, Abonnent von diesem Kanal seid. Abonniert den Kanal einfach jetzt, klickt drauf, bam! Und abonniert und macht ihr mit. Und später kommt noch ein Baututorial-Video. Haut rein, schönes Wochenende euch noch und ciao. So, meine lieben Freunde, heute eine Runde vorne. Wir landen hier mal schön greasy. Heute habe ich ein spannendes Thema für euch, was gerade eh in aller Munde ist. Aber wir brauchen erstmal eine Waffe. Und... Oh! Mein kleiner Schatzi. Ich komme noch nicht ohne Waffe hier rein. Ja, gerade in letzter Zeit ist ja das Thema mit dem Ninja Kill ja sehr in aller Munde. So, ich habe mich auch gefragt, so... warum das jetzt so ein Thema ist, weil... Als wäre ich so der Einzige, der so einen Ninja mal gekillt hat, so quasi. Es gab ja tausende von Leuten, die Ninja gekillt haben. Weil der ist ja nicht so, dass er jede Runde gewinnt. Lass mal da gucken, was. Na, ja, mein Freund, leg dich nicht mit albanischer Revolver an. Aim ist auf jeden Fall. Okay, das ist draußen Busch. Alles klar, Bro. Ganz ruhig. Erstmal die blaue Pumpi nehmen. Oh, fuck. Okay. Kann das denn real sein oder so? Weil, naja, warum? Verstehe ich nicht. Ist ja nicht so, als wäre ich der Einzige, wie gesagt, der Ninja gekillt hat. So. Auf jeden Fall. Der Name war auf jeden Fall, also viele haben auch gesagt so, ja, der heißt Ninjas Hyper und nicht Ninja und ich so... Bro, guckst du überhaupt Ninjas seine Streams oder Videos? Der hat sich schon vor 1-2 Monaten eben von Ninjas Hyper in Ninja umbenannt. Wir nehmen hier das Medikit. Aber wie dem auch sei. Viele haben geschrieben, er heißt Ninjas Hyper. Er heißt ja auf jeden Fall Ninja. So, der Name ist auf jeden Fall schon mal richtig so. Ne? Das ist auf jeden Fall Ninjas Name gewesen. Und ich war ja auch auf NA, habe ich ja auch in der Aufnahme gezeigt und am Ping und so. Also ich will mich mit dem Video. Warte, Moment. Ach, Ehre genommen, mein kleiner Sohn. Aber natürlich gibt es immer Leute so ein bisschen, die... Was heißt nicht gönnen? Also, ja, die vielleicht nicht gönnen, weil... Warum... Ich meine, als wäre es so... Als wäre Ninja untötbar. Jeder von... Also du zum Beispiel, der das Video sieht, könnte ihn auch eventuell töten. Also das ist jetzt nicht so eine Sache, dass er unkillbar ist. Und ich habe ja auch gesagt, auf diesen Kill bilde ich mir nichts drauf ein, so. Auf jeden Fall, keine Ahnung, mich haben auch so viele YouTuber angeschrieben. Krass, du hast Ninja gekillt, du hast Ninja gekillt. Ich so, ja, warte. Den Chuggy nehme ich mit. Der Heavy Pump. Okay. Bevor mich jetzt alle in die Kommentare schreiben, wieso ich jetzt nicht Double Pump spiele, aus dem Grund, ich finde, also Double Pump ist vielleicht OP. Ich will ein bisschen auch lernen, mit einer Pump umzugehen und ein bisschen mehr zu bauen und so, weil, ja, ist ein bisschen skillheftiger, also skilllastiger. Auf jeden Fall haben mich hier viele YouTuber auf WhatsApp geschrieben, so krass, was Ninja gekillt, heftig, Digga, heftig, so, ja, danke, danke. Aber, wie gesagt, also, es ist einfach nur ein Kill, Leute. Es ist nur ein Kill und am Ende, ne, keine Ahnung. Ah, hallo, mein kleiner Freund. Oh. Ah, komm, oh, er hat einen süßen Raketenwerfer. Hallo. Was? Als wenn das so eine Range hat, Digga. Crazy, aber ich glaube, den Raketenwerfer nehme ich auf jeden Fall nicht mit. Ich weiß, ich spiele da nicht gerne. Also, es ist OP, okay, ich kann auch... Oh, Bro, lass mich doch reden. Fristens. Hat er Kristalle? Nee, er hat einen Jetpack, oder? Oh, nee. Bro.
Die Zone, fuck. Okay. Nevermind. Jetpack. Oh, ich weiß gar nicht, ob das mich so überhaupt so boostet. Ich glaub, das nicht so. Ja, doch, ich bin schneller. Ich muss auf jeden Fall gucken, warte, die Zone macht vielleicht 2 Schaden. Ich muss das auf jeden Fall bei 30 einnehmen. Oder schaffe ich das einfach so? Schaffe ich das so? Oh. Na egal, jetzt habe ich durchgezogen. Ich habe vergessen, meine Pyramide zu bearbeiten, egal. Die Zone sieht Loot-Lag-lastig aus. Ich hoffe, kein komplettes Loot-Lag, ey. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich kann eigentlich direkt jetzt ein Tutorial machen. Falls es eine Loot-Lag-Zone wird, wie man Loot-Lag gewinnt. Weil ich glaube, viele haben. Bro. Oh, wo ist der? Ich muss mal ein bisschen jetzt unser Peaking machen, was ich gestern im Video gezeigt habe. Die Leute, die es nicht gesehen haben, das Video. Gestern, da zeige ich, wie man durch Wände schießen kann. Das war auch kein Clickbait, guck ich das auf jeden Fall mal an. Ich versuche auf jeden Fall hier auch dieses zu machen, mit dem durch die Wände schießen. Moment. Bauen wir uns mal hoch. Der hat keinen Bock mehr. Ja, moin. Okay, holen wir mal gucken, was der so hat. Komm, ich spiel Doppeldings. Scheiß drauf. Wann hat man mal 2 goldene Heavy Pumps, ne? Wirklich selten. Ich hab das seit Release der Pumpgun nicht mehr Double Heavy Pump gespielt. Mal sehen, ob ich das noch drauf gehabt. Auf jeden Fall kann ich auf jeden Fall gleich ein Tutorial machen. Wenn die Zone Lootlag komplett wird, wie man so, weil Lootlag haben viele Probleme, viele hassen Lootlag. Und eigentlich, kannst du mich mal editieren? Hallo? Editier dich. Bro, Leute, ne, ich habe wie gesagt, ich bin seit über 3 Stunden wach, ne, weil ich nur am Videos machen bin. Ich habe gar nicht geschlafen. Also jetzt nicht, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, ne. Wenn ich mal so, jetzt ich mal hier die Edits gerade von der Pyramide verkackt habe. Okay, ich will es nicht drauf schieben, aber, ja. Ich probiere mein Bestes, die Runde zu holen für euch. Auf jeden Fall weiter im Kontext. Auf jeden Fall schön direkt zur Mitte pushen, natürlich. Jetzt schon, bevor die anderen da sind, sonst wird es eklig. Ihr solltet auf jeden Fall ein, so. Auf jeden Fall, es ist zwar Dings, aber baut euch einen Tower, vertraut mir. Den richtigen Winkel finden und jetzt, ja. Komm. Hab gesehen, er schießt zwar, aber kann er vergessen. Ein Hit. Guck jetzt, wir stehen da zwar, aber er kann uns nicht treffen. Der kann schießen, wie er will. Der wird nichts machen können. Versichere ich euch. Wir sollten den Winkel finden und dann auf den Sack gehen. Mega OP, wenn ihr wissen wollt, wie das komplett geht, also komplett Tutorial habe ich gestern zum Video gemacht. Heißt durch die Wand schießen Trick oder so. Ja, genau, so hieß das Video. Immer schon reparieren. Komm doch raus, Bro. Also ich könnte ihn auch pushen jetzt, auf jeden Fall. Wäre für euch jetzt natürlich viel interessanter zu sehen, wie ich den Baubattle pushe. Aber es ist vielleicht auch interessant zu sehen, wie man richtig peakt, so, wenn man tryhardet so. Ist halt gerade ein bisschen. Ja, ich will halt jetzt nicht sterben, so, wisst ihr? Hä, ist das dieser Typ. Hä? Oh, ich bin so dumm, Alter. Warum bin ich so selbstsicher und piek da vor lange raus, ey? Hab ich so verdient, egal. Jetzt gebe ich dir auf den Sack ein bisschen. Ist hier jemand? Hey, hier ist sie. Guck mal, wir können es einfach so kaputt machen. Das ist so lächerlich. Oh, das war gerade gefährlich, weil mein Kopf kurz rausgeht. Also, ihr müsst das auch gut können, weil sonst passiert der Fail, wie ich gerade. Und dann guckt der Kopf. Ich verkacke mal den ersten Schuss. Das war gerade wieder gefailt von mir. Ich habe außerdem 2-mal Duck-Taste gedrückt und dann ist mein Kopf komplett rausgeguckt. Das dürft ihr nicht machen. Moin. Auf jeden Fall, um das Thema jetzt nochmal aufzugreifen. Das war auf jeden Fall der richtige Name. Wir waren auf NA und es gibt nur einen auf NA, der Ninja heißt. Nur einen. Und ich meine, das wissen die meisten, aber ich will nur ein paar Leute aufklären, die so denken, er heißt Ninja Cyber oder so. Und lass mal da hingehen, schnell. Okay, der ist gefallen. Müssen. Okay. Und dann könnt ihr halt gucken. Wie gesagt, er heißt Ninja. Allein vom Spiel. Ja. Komm Alter. Der kann auf jeden Fall was.
Tja, mein Sohn, da habe ich den Highground doch bekommen. War jetzt nicht schlecht. Ah, komm mal her. Ah, ich liebe diese Range. Meine lieben Freunde, da ist auch der Win. Ah, anstrengend. Vergebt mir, Leute. Wie gesagt, ich bin mega müde. Ich habe 30 Stunden nicht gepennt oder so, oder mehr sogar. Sonst hätte ich die paar Edits jetzt nicht verkackt, aber ich bin mega müde, weil jetzt auch mein zweiter Anlauf ist, das Video hier aufzunehmen, weil ich beim ersten Mal Tilt gestorben bin. Wie gesagt, Leute, es war auf jeden Fall Ninja. So laut Fortnite-Tracker heißt Ninja. Es war ein richtiger Server. Er hat auch gut gespielt und so. Anders geht's nicht. Was soll man denn da? Also, das waren auch keine Ersatz. Leute haben geschrieben, gesagt, irgendwie Eva anders. Das war alles real. Könnt ihr nochmal nachschauen. Nur Ninja-Account. Nur ein Ninja-Account auf NA. Und ja. Und das war ein geiles Baumittel jetzt gegen Ende noch. Ja, in dem Sinne, meine lieben Freunde, wenn euch das Video irgendwie unterhalten hat, lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Später kommt noch ein Baututorial-Video. Heute noch. Und ja, ich hoffe, ich konnte mit dem, das Thema so ein bisschen jetzt so. Ja, was heißt eigentlich, wisst ihr, habe ich eigentlich nur Sachen erzählt, die eh schon wisst, aber für die Leute, die jetzt im Mythos leben, er hieß noch Ninjas Hyper, wollte ich mal aufklären, er heißt Ninja. Und wie gesagt, es ist nur ein Kill, Leute. Ich habe ihn nur gekillt, ist nichts Besonderes. Der Ninja ist tausendmal besser als ich. Von daher, in dem Sinne, haben wir das auf jeden Fall geklärt. Lasst gerne ein Abo da, haut da rein. Und wenn noch. Also, das Thema ist eigentlich durch. Ich finde, das Thema ist durch. Ich bin nicht der krasseste Fortnite-Spieler der Welt jetzt, nur weil ich Ninja gekillt habe. Ich will jetzt nicht, dass Leute denken, ich bin der krasseste Fortnite-Spieler der Welt, nur weil ich jetzt Ninja gekillt habe. Und ja, in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.